Das Urteil im Albstädter Doppelmordprozess ist rechtskräftig. Das teilt das Landgericht Hechingen mit. Gegen das Urteil wurden keine Rechtsmittel eingelegt. Das Landgericht Hechingen hatte, wie berichtet, den Angeklagten wegen Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Die Anordnung der Sicherungsverwahrung wurde vorbehalten. Der Angeklagte hatte seine Nichte mit einem Kabelbinder erdrosselt und daraufhin einen ihrer Freunde auf offener Straße erschossen. Der Angeklagte war der Ansicht gewesen, seine Nichte hätte ihn bestohlen.